dass du erneut nach Berlin gekommen bist, nicht zum ersten Mal. Wir haben über den Stand der Brexit-Verhandlungen gesprochen. Es ist ein Thema, das uns in Europa alle umtreibt und es ist ein außerordentlich schwieriges Thema und deshalb ist es wichtig, dass wir uns austauschen, obwohl der ein oder andere inzwischen unter einer gewissen Brexit-Müdigkeit leidet. Und deshalb umso mehr bewundere ich, dass du weiterhin so wach und entschlossen bei der Sache bist, als hätten die Gespräche gestern erst begonnen. Aber ich glaube, das ist bei all den Schwierigkeiten auch bitter nötig. Die Strukturen, die in der Europäischen Union für die Austrittsverhandlungen geschaffen worden sind, haben sich bewährt. Das will ich auch noch einmal trotz aller bilateralen Kontakte deutlich sagen. Und es ist auch ganz klar, dass es auch dein Verdienst ist, lieber Michel, dass die Einheit der 27 innerhalb der Europäischen Union bewahrt wurde. Und das ist außerordentlich wichtig, wenn wir die Ziele, die wir uns bei diesen Verhandlungen gesetzt haben, auch erreichen wollen. Es ist nach wie vor so, dass wir den Austritt der Briten aus der Europäischen Union bedauern, aber letztlich selbstverständlich die Entscheidung, die auf der Insel getroffen worden ist, respektieren und deshalb versuchen, das, was dort entschieden worden ist, zu einem vernünftigen Ergebnis zu führen, nämlich zu einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wir haben heute hier über den Stand der Verhandlungen gesprochen. Es gab ja bereits letzte Woche erneute Gespräche in Luxemburg und in Brüssel. Dabei hat die britische Regierung einige neue Vorschläge auf den Tisch gelegt, über die wir heute auch gesprochen haben. Letztlich ist das ein Fortschritt, unabhängig davon, wie in der Sache diese Vorschläge zu bewerten sind. Aber das ist das, was wir auch von London immer erwartet haben, dass es konkrete Vorschläge gibt und diese in London auf den Weg gebracht werden müssen. Wie wir immer betont haben, wir wollen und wir glauben auch nach wie vor daran, dass das möglich ist, einen geregelten Austritt. Und deshalb prüfen wir jeden Vorschlag konstruktiv. Aber auch aus britischer Sicht handelt es sich bei den jetzt vorgelegten Ideen noch nicht um eine rechtssichere, umsetzbare Lösung. Dazu wird sicherlich Michel auch noch mal etwas sagen, der ja unmittelbar damit auch befasst ist und darüber auch mit dem Kollegen aus London gesprochen hat. Wir werden als Europäische Union der 27 alles für eine gute Lösung tun, denn letztlich würde ein No-Deal beiden Seiten massiv schaden. Das gilt für die Bürgerinnen und Bürger, das gilt aber auch sicherlich für alle wirtschaftlichen Zusammenhänge. Für uns ist nach wie vor zweierlei von besonderer Bedeutung. Erstens, wir müssen das Karfreitagsabkommen bewahren, vor allem die offene Grenze zwischen Irland und Nordirland, um den Frieden. Diese offene Grenze ist die Voraussetzung für den Frieden dort nicht zu gefährden. Und zweitens müssen wir den Binnenmarkt schützen. Daran hat die Europäische Union ein strategisches Interesse und dem müssen wir auch gerecht werden. Wir können den Binnenmarkt nämlich nicht zurückbauen oder Ausnahmen von unseren Standards schaffen. Beim Frieden in Nordirland und beim EU-Binnenmarkt können wir deshalb auch keine halben Sachen machen. Und daran hat sich an der Position der Bundesregierung nichts geändert. Vielen Dank. In Luxembourg,
he said that the Commission is willing and open to examine any UK proposals that are compatible with the withdrawal agreement and meet all the objectives of the backstop. Since then, we have had further technical meetings with the UK, and on Friday I met Stephen Barclay, my UK counterpart. Contact will continue this week, both in Brussels and in New York, where President Tusk will meet the Prime Minister Johnson today. Ladies and gentlemen, let me be very clear on one thing. We respect the UK's decision to leave the EU, to leave the single market, to leave the customs union. And we want this withdrawal to take place in an orderly manner. We want to put an end to the current uncertainty. We hold this to all our citizens, including those living behind the wire. We also hold this to businesses, small and large, across Europe, for whom Brexit means uncertainty and costs. Almost a year ago, we agreed with Prime Minister Theresa May on the terms of the UK's withdrawal. It included a legally operative solution for the border between Ireland and Northern Ireland. This solution would avoid the hard border, the Ireland of Ireland, protect North-South cooperation and the whole Ireland economy, and these are key elements of what we call, and it's very important for us and for everybody, the Good Friday Agreement. And finally, this solution would protect the integrity of the single market and Ireland's place in it. The new government of the UK wants us to get rid of this solution, so-called backstop, and want us to regulatory and custom land border in the island of Ireland. The UK government also wants to change the way internal market and border controls operate after Brexit. And I am sure you will understand this is unacceptable. My mandate is clear, and in 27 years, the EU and the European Parliament safeguarding peace and stability in Ireland and protecting the integrity of the single market. Let me therefore be clearly, based on current UK thinking, it is difficult to see how we can arrive at a legally operative solution which fulfills all the objectives of the backstop. This said, we remain open to talks and to progress and to listen to new ideas from the UK also regarding the future relationship. It is in this very sensitive, difficult phase, and we will remain open and respectful. Thank you very much. We have time for some questions. Please make yourself known and tell the media that you're working for. I think we start here. Christian Feld, ARD Fernsehen, Herr Barnier, Herr Minister. Sie haben neue Vorschläge angesprochen. Vielleicht können Sie da ein bisschen was verraten, in welche Richtung die gehen. Und im Anschluss daran eine Frage. Haben jetzt unter Boris Johnson auch Vorschläge wieder eine Chance, die unter Theresa May quasi überhaupt nicht denkbar war? Solution durable, opérationnelle,
pour préserver la paix, éviter une frontière dure, protéger le marché intérieur, aussi longtemps que, vous n'aurez pas trouvé, comme l'a souhaité le gouvernement de Theresa May, l'ensemble du Royaume-Uni sera partie prenante d'une union douanière avec nous. La première proposition que nous avions faite, d'ailleurs, n'était pas celle-là, elle a été refusée par Theresa May, c'était une solution plus simple, qui ne concernait que le territoire de l'Irlande du Nord, intégré dans notre espace territorial douanier européen. Cette solution est toujours là. Pourquoi je vous rappelle tout cela? Parce que dans cette question de l'Irlande du Nord, c'est l'endroit où le Brexit a le plus de conséquences négatives. C'est là où il y a le plus de risques pour la paix, la stabilité et pour le marché. Nous ne faisons pas preuve d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie, jamais du côté de l'Union européenne. Il y a simplement la volonté de trouver, pour les problèmes que crée le Brexit en Irlande, des solutions qui marchent. Pas de frontières dures, pas d'infrastructures et des contrôles sérieux pour protéger les consommateurs, pas seulement les consommateurs irlandais, les consommateurs de toute l'Union. Je veux redire, mesdames et messieurs, pour que ceux qui vous suivent et qui vous lisent comprennent bien de quoi je parle. Une vache ou un porc qui entre en Irlande du Nord en venant de Grande-Bretagne, dans le même pays, le Royaume-Uni. Cette vache, elle entre dans le marché allemand immédiatement, automatiquement. Nous devons savoir si cette vache est en bonne santé ou pas et contrôler. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. Donc, le gouvernement britannique a fait dans ses derniers papiers des avancées, comme l'a dit Heiko, semblent se diriger vers une reconnaissance du besoin de contrôle des produits sanitaires, pour des questions sanitaires ou phytosanitaires, mais pour l'instant, ces propositions sont très partielles. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'être partiels quand il s'agit du marché unique, quand il s'agit de la protection des consommateurs et des entreprises. On ne peut pas se permettre d'organiser des petits trous dans le marché intérieur, ou de grands trous de 500 km. On doit être rigoureux. C'est ce qu'on doit, c'est notre it's our duty, our responsibility to protect the consumers, and the businesses all live. So, voilà. Donc, pour aujourd'hui, au moment où je vous parle, non, nous n'avons pas les bases pour trouver un accord. C'est ce que je vous ai dit dans mon propos liminaire. Donc, nous devons continuer à travailler, à expliquer, comme nous l'avons fait avec le Boris Johnson à Luxembourg, ça a été un entretien, quand j'étais aux côtés du gouvernement, extrêmement cordial et utile. On continue à expliquer les problèmes concrets que les Britanniques doivent résoudre. La balle est dans le camp britannique. C'est le Brexit qui crée les problèmes en Irlande, rien d'autre. Das hat jetzt sehr anschaulich beschrieben, wo der Hase den Pfeffer legt. Ich will nur sagen, dass die drei Dokumente, die die britische Regierung letzte Mittwoch übergeben hat, bei der EU-Kommission an der richtigen Stelle sind. Und natürlich steht nach wie vor Alternative Arrangements beim Backstop zur Diskussion. Allerdings ist es oder wäre es auch ein Fehler, wenn wir jetzt anfangen würden, in den europäischen Hauptstädten uns jeweils national dazu einzulassen. Wir werden es in Zukunft auch so handhaben, dass wir in enger Abstimmung eine europäische Position dazu entwickeln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man lediglich sagen, dass die Vorschläge noch keine rechtssicheren oder umsetzbaren Lösungen sind, wie sie im Austrittsabkommen bisher vereinbart worden sind. Das müsste allerdings schon der Fall sein. I think we have time for only one question again, if there is one. If not. Okay. Yeah, there is one more. Ja, Ariane Reimers, AD. Eine kurze Nachfrage noch tatsächlich zu Irland. Die Briten sagen, mit Digitalisierung könne man ganz viele Probleme lösen und auch den Backstop vermeiden. Ist das was Boris Johnson angebracht hat? Und ist irgendetwas davon von den Vorschlägen
Single Zone for Animals and Plants und Trusted Trader Scheme und so. Ist das irgendwas davon überzeugend für Sie? Un des éléments contenus dans le propos qu'évoquait Thomas tout à l'heure sur les alternatives arrangements. Je ne suis pas surpris par cette question puisque nous-mêmes, nous avons avec Theresa May inscrit ces deux mots alternative arrangements dans le protocole irlandais et dans l'accord de la déclaration politique sur la future relation. Donc nous sommes prêts immédiatement à travailler sur ce que pourraient être ces alternative arrangements et voir comment on peut trouver des solutions décentralisées ou dématérialisées. Il y a objectivement des possibilités. Nous-mêmes, nous avions proposé, par exemple, dans le tout premier backstop North Island Limited, que les déclarations de transit soient la règle pour les produits qui entrent en Irlande du Nord, les animaux ou d'autres, venant de Grande-Bretagne. Et que ces déclarations aient un double usage dont nous avons besoin pour savoir ce qui rentre en Irlande, c'est-à-dire dans le marché unique, l'usage douanier, l'usage échange éventuel, et l'usage réglementaire pour vérifier la conformité aux normes ou aux standards. Donc oui, il y a des possibilités. Et moi, j'ai été ministre de l'Agriculture de la France. Je ne sais pas comment on contrôle une vache avec des méthodes dématérialisées. Je ne sais pas encore. Donc peut-être que ça se produira un jour, mais donc on doit trouver des solutions opérationnelles. Une partie doit venir et viendront, vous avez raison, de cela. Et nous sommes prêts à y travailler. Mais en attendant, c'est ça le problème du backstop. En attendant de être sûr pour protéger les consommateurs, pour protéger les entreprises et les budgets nationaux de l'Union européenne, nous avons le filet de sécurité, c'est ça la question. Le filet de sécurité n'est pas là pour être utilisé, il est là comme une assurance, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Et nous avons besoin de travailler avec les Britanniques sur ces alternatives à l'urgence. Dass die Digitalisierung alle Probleme löst, das habe ich noch. Thank you very much.